88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Yo, und somit herzlich willkommen zurück zu Dangerous Driving. Okay, ich dachte, wir bekommen den Cop SUV, aber get gold in the SUV class pursuit. Ah, um dann freizuschalten. Das heißt, wir müssen noch mit dem Sedan fahren. So, also sogar zwei diesmal. Okay, das ist natürlich ein bisschen heftiger. Vor allem, wenn man sie so öfters berühren muss oder halt crashen muss. Und es geht halt quasi nicht um die Intensität des Treffens. Autsch. Na toll. Oh, da ist noch einer vorbeigefahren. Haben die sich jetzt gegenseitig kaputt gemacht? Oder hat der sich selber kaputt gemacht? So, hinter mir ist einer. 230 Meter hinten dran. Von dem anderen halt. Okay. Alter. Ah, da vorne sind sie auch jetzt wieder beide. Haben wir gut aufgeholt. Alter, irgendwie mit dem Wagen. Nein! Alter, was war denn da los? Ich hab gedacht, das macht mich kaputt. Wir holen mal... Ach, wollte schon sagen, wir holen mal ein bisschen auf. Wahrscheinlich schade, dass er sich selber... Also, schade, der hat sich ja selber kaputt gemacht, was eigentlich ganz cool ist. Aber er hat ja kein Leben dabei verloren. Das ist ein bisschen schade. Alter, also haben wir irgendwie auch unendlich Dings, Boost oder so? Fühlt sich manchmal voll an. Oder fühlt sich das als Kopf vielleicht schneller auf? So, immer schön hinten rein. Alter, okay, er wollte jetzt gerade ein bisschen abhauen. Alter, ja, alles kaputt. Und jetzt Zerstörung. So, und Nummer 2. Wie sieht's aus? Kilometer? Oh je, Zeit. Oh, noch eine Minute. Ja, ich habe mir mit dem anderen ein bisschen zu lange Zeit gelassen, glaube ich. Aber hier ist gerade mega geradeaus. Alter, mit Gold wird's aber eng. Gold wird's sehr eng. Alter, ist ausgewichen. Halbe Minute gleich noch. Alter, komm her. So, noch zweimal und dann halt richtig. Alter. Alter, dass mein Boost lang hält. Fast schon wie bei Heatwave. Und jetzt. Ah. Okay, komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Puh, okay. War jetzt schon mal bedeutend schwieriger als beim ersten Mal. Muss man sagen. SUV Class Eliminator. Okay, Shakedown Preview. Sogar zwei Previews diesmal. Okay, Zeiten? Will irgendwie nicht so ganz. So, und da haben wir den SUV. Okay. So, wenn wir gerade so ein bisschen auf Speed waren, würde ich mal sagen, wir machen mal hier den Heatwave. So, wir probieren's. Dass alles gut passt. Wie war denn das? Ging das auf Zeit, auf Runden? 3 Runden. Okay. Dann schauen wir mal, was da so geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine mega lange Strecke ist oder nicht. So, was ist eigentlich jetzt ein hier großartiges Besondere? Klar haben wir damals wegen dem Achievement. Aber so an sich... Ah nee, ich glaube, die Gegner waren in der Hinsicht relativ stark. Ganz einfach aus dem Grund, wenn wir nicht ohne Boost fahren, wird es schwierig, glaube ich. Sorry. Will ich eigentlich nicht kaputt machen oder so. Oh, nein. So, wenn man jetzt nach hinten schaut. Ja, okay, der Rote. Uiuiui. Okay. Hier voll fertig gemacht. Der andere Verkehr, der hier rumfährt. Aber bis jetzt läuft es gerade ganz gut. Okay, ich sag nichts mehr. Hallo? Controller? Irgendwie hat das gerade... Irgendwie will der nicht mehr driften. Jetzt. Okay. Seltsam. Irgendwie hat das gehangen. Oh, Heatwave 6.
So, oh no. Wollte ein bisschen anders fahren, weil da so wie so eine kleine Schanze kam. Oder ich hätte jetzt gedacht, dass wir ein bisschen abheben, aber war dann doch nicht der Fall. Deshalb wollte ich ein bisschen anders fahren und dann war da noch der LKW und das andere Auto. Hier so ganz leicht. Was fahren wir denn? 200? Chillige 200? 18 Sekunden vorne. Okay. Bin ich mal gespannt. Ich habe ja mal gesagt, in den anderen Klassen wird es vielleicht schwieriger, weil es gibt halt auch keinen Schwierigkeitsgrad. Aber ich denke dann halt, vor allem wenn wir dann in die Hypercar und Supercar kommen, da wird es dann, denke ich mal, in der Sicht ein bisschen schwieriger, weil halt natürlich auch die Geschwindigkeiten anders sind. Ah, ja. Ich weiß nicht, irgendwie gerade in den Drift rein ist ein bisschen seltsam. Liegt es am Wagen oder keine Ahnung. Jetzt müssen wir erstmal hier. So, los geht's jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt dann von den Meldungen hier kommt. Aber ich denke, so 12, 13 Sekunden müssen wir sicher nach vorne sein. Nein! Alter, hier sind so nur so kleine Kurven. Muss man eigentlich gar nicht driften. 27. Okay. Bisschen viel. Aber nun gut. Aber hier sind so laute Kurven. Da muss man gar nicht rein driften. Aber wenn man es dann nicht macht, dann reicht es vielleicht nicht, weil dann eine engere kommt. Immer sehr interessant hier. Vor allem mit Gegenverkehr. Wenn der Gegenverkehr dann so blöd kommt, man will dann enger reinziehen, was dann halt natürlich gar nicht... Autsch, geht. Okay, das habe ich überlebt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was hatten wir vorher? Heatwave 13, glaub. Also voll weit vorne. Das müssen wir nochmal schauen, aber ich glaube, man kann keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Uiui, geflogen. Ich weiß halt auch nicht, was wir damals bei der Sedan-Klasse hatten. An Heatwave-Combo. Ich glaube, bei 8 gab es das Achievement. So, wir sind in der letzten Runde. Auch so eine Runde, knapp 2 Minuten. Ja, okay, geht eigentlich. Ich finde aber, teilweise es fühlt sich extrem lang mal an. Habe ich ja schon mal irgendwann mal gesagt. Aber eigentlich sind es nur 2 Minuten. Uiuiui. Uiuiui. Schon da gecrashed. Wollte schon sagen, war das ich? Nee, ich bin glaube woanders gecrashed. Wow! Okay. Oh, Alter, fast eine Minute. Ich bin mal gespannt, ob es gleich eine Minute kommt oder ob er mit Sekunden weiterrechnet. Ich denke mal mit Sekunden. Vermute ich jetzt mal. 14! Na, da geht's ab, hey. Gleich aber die 15. Es kommt gar keine Zeitangabe mehr, oder? Oder dauert es noch ein bisschen bis an einen gewissen Punkt? Wow, 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 Achtung, 70. Ja, okay, geht in Sekunden weiter. So, mal 17. Okay, hoffen wir nicht, da kriegen wir es noch durchs Ziel hier. Aber ich schätze hier noch so eine fette Linkskurve. Und dann war es das, glaube ich, schon. Vielleicht noch ein, zwei kleine Kurven. Nee, aber ich glaube, hier kommt sie schon. Nein. Ich trottel. Oder geht's doch nach rechts? Oh Mann. Das muss jetzt sein, oder? Hier rechts und dann links und dann, glaube ich, geradeaus. Oh, okay, doch noch ein Stück. Die Linkskurve war, glaube ich, die letzte. Naja, dann halt ohne Boost ins Ziel. Ich weiß nicht, Platin, kann man in allen Strecken Platin bekommen? Das weiß ich auch gar nicht. So, jetzt wäre es mal interessant. Oh, jetzt kommen sogar hier Ergebnisse. Platz 121. Schnellste Runde 0. Keine Boosts. Insgesamt die Zeit ist schon nicht mal... Oh, Alter. Fast nur ein Zehntel langsamer. Da
Hat es irgendwas an der Zeit, keine Ahnung. Der eine aber, 1,51 oder da ganz oben auch, 1,51, 24, 25 teilweise, ja, schon ganz gut. So, wir gehen mal in ein Face-Off rein, immer noch hier den Standard-SUV. So, aber Face-Off 1, also wird es wohl noch mehr geben. Oh, er hat hier sogar den Tuned oder den Advanced, ich kann es nicht ganz unterscheiden, noch nicht. Was da genau die Dinger sind. Die Merkmale. Aber vermutlich werden wir dann gewinnen. Wenn wir hier gewinnen. Wir werden mal sehen, ob wir den Advanced bekommen oder den Tuned. So, er ist ja noch nah dran. Die Strecke sind wir aber, glaube ich, auch noch nicht gefahren. Oh, come on. Dein Ernst? Hier so ein bisschen an der Seite. Ich wollte schon sagen, die Strecke hier sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren. 8 Sekunden hinten. Okay, und wie lang geht das Ganze? So, ist er jetzt? 7 Sekunden. Ja, okay, ein bisschen aufgeholt. Rival crashed. Sehr nice. Aber vielleicht hier beim Fliegen. Oh, glaube ich, schon wieder, oder? Oder hat er jemand zum Crashen gebracht? Ne, wir sind Platz 1. Beim hier springen wir mal so ein bisschen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade dann hier so, wenn jetzt der Gegenverkehr ein bisschen näher dran gewesen wäre, wären wir halt voll reingecrashed. Reingeflogen. Ach, Boost ist schon wieder weg. Ich wollte gerade reindriften, da habe ich gesehen, so verdammt, da kommt ein LKW. Und wir sind 6 Sekunden voraus. Sieht ja schon mal gut aus. Aber ich weiß halt auch gar nicht. Also wir sind ja noch nicht gefahren. Nicht, dass ich wüsste. Deshalb weiß ich auch so komplett gar nichts von der Länge der Strecke. Das war echt ein schöner Drifter eigentlich. Autsch. Alter, wie es die so hoch pusht. So, hier durch den Tunnel. Schon wieder der Boost alle. Ach so, was. Aber die haben nicht groß nach hinten schauen. Was sind's? Über 10 Sekunden. Und das Ziel! So, ja, normale Zeiten brauchen wir jetzt nicht gucken. So, und hier bekommen wir den Tuned. Nee, Tuned for Heatwave. Also ist er tuned?